So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 3. In der letzten Folge haben wir Southgate infiltriert und haben Silas, nicht wir, aber Pitcairn war das, glaube ich, ja, hat ihn erschossen, weil die noch ein bisschen im Clinch lagen. Und wir haben jetzt aktuell Winter in Boston. Und in der heutigen Folge werden wir die Sequenz 3 anfangen. Hallo Charles. Ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Es heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. Okay. Alles klar. Mein Gott, wir haben noch so viele Aussichtspunkte. Okay, die machen wir jetzt mal kurz zu Anbeginn. Ich sag mal so, bei Assassin's Creed 2 und 1 musste man die ja machen, aber man hatte hier die Möglichkeit, rein theoretisch nicht die Aussichtspunkte benutzen zu müssen, um die Landkarte zu synchronisieren. Denn man muss sich einfach nur in irgendein Gebiet begeben und es wird automatisch halt dieser Teil aufgedeckt. Zum Beispiel hier. Ha? Aber ich glaube, da braucht man einige Stunden, um die Karte vollständig aufzudecken. Deswegen nehmen wir trotzdem die Synchronisationspunkte mit. Hä? Helfen? Was machst denn du? Ach da, okay. Hui! Oh. Ja, aber keinen Schaden genommen. Old State House, okay. Ist hier hoch. Ich weiß gar nicht, ob man da auch irgendeine Errungenschaft bekommt, wenn man die Synchronisationspunkte alle synchronisiert hat. Ich meine, ich habe immerhin noch keine Errungenschaft für Sequenz 1 und 2 bekommen. Das finde ich ein kleines bisschen traurig. So, da haben wir den Heuhaufen. Ah, jetzt verstehe ich das. Wenn mir ein Aussichtspunkt. Ah, dann spreizt er seine Flügel. Okay, das würde mich trotzdem total kirre machen, weil ich ja gewohnt bin, dass sie verschwinden. So. Aber man muss ja wirklich sagen, dass diese Synchronisationspunkte echt eine geringe Reichweite haben. Ja, Adler, spreize deine Flügel für mich. Ja, sorry, ich muss mal kurz deinen Platz wegnehmen. Ja, ich weiß, du bist darüber nicht sehr erfreut. Und wir haben hier noch eine Kuriermission. Hallo. Oh. Kann ich hier rein? Ja. Aber es sieht ein bisschen leer aus, ne? Unser Zimmer. Hallo. Ach so. Ich muss den Wunder noch abgeben. Ah nee, warum haben wir denn so viele Aussichtspunkte? Wo muss ich eigentlich hin? Ah! Wir werden uns jetzt einfach den Weg durch die Synchronisationspunkte dorthin kämpfen. Nein, das war wieder falsches Deutsch. Egal! Egal. Aber wie gesagt, eigentlich braucht man die überhaupt gar nicht. Ja! Hey, denn du sollst doch. Komm! Ja, danke. Also manchmal frage ich mich echt, was deren Problem ist. Okay, das Problem verstehe ich jetzt. Oh, ich würde mir wirklich so die Hände abfrieren, ne? Bei der Kälte. Und dann noch ohne Handschuhe das hochklettern. Das wäre überhaupt nichts für mich.
Aber gut, ich habe auch so, Männer sind sowieso ein bisschen anders als Frauen, ne, was das anbelangt. Die frieren sowieso nicht allzu schnell wie wir. Achso, okay, alles klar. Bis jetzt hier in den einen Meter noch selber hochgekraxelt. Sehr schön. Zu bearbeiten mit dir helfen. Da. So. Dann mal gleich den nächsten. Das sind noch richtig viele. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, beim Original sind die dann verschwunden. Aber nun gut. Dann müssen wir jetzt noch ein richtig weites Stück laufen. Ja. Oh. Sind die niedlich? Ja. Das ist eigentlich das Beste an dem Spiel, dass man mit Tieren interagieren kann. Bei Assassin's Creed 2 gab es ja nur Pferde. Da haben die sich hier wirklich einen enormen Fortschritt geleistet mit der Tierinteraktion. So. Hallo. Aber muss man wirklich sagen, ich glaube, würde man das mit Alter ihr, damit geben sie ihnen Geld, damit sie in Ruhe lassen. Auf, ich gebe auf gar keinen Fall den Kindern Geld. Also, wenn ich die Wohlfahrt oder was. Ja, mit Alter ihr hätte man wahrscheinlich. Also ich glaube, mit Alter ihr hätte ich es überhaupt nicht gemacht. Mein Helfen, ne, der ist noch agil, jung, dynamisch, der macht das alleine. Da hat man innerhalb von 30 Sekunden den Turm erklommen. Und bei Alter, ihr dauert das dann halt mal 3 Minuten, ne? Das wäre dann schon sehr nervenaufreibend gewesen. Warum ist denn die Musik immer noch so laut? Habe ich die nicht umgestellt? So. Oder haben wir es vielleicht geändert, dass man mit diesen Aussichtspunkten doch komplett Bossen insgesamt offengelegt hat? Na, ich glaube, so viele Aussichtspunkte gab es nämlich hier eigentlich gar nicht. Obwohl es ist eigentlich schon etwas länger her, seitdem ich das letzte Mal Assassin's Creed 3 gespielt habe. Bestimmt 5 Jahre. Ja, ich glaube 5 Jahre, das dürfte hinkommen. 325 Meter, ja. Ich muss sagen, auch bei dem Spiel hätte ich mir die Schnellreisefunktion wirklich sehr gewünscht. Zumindest innerhalb von den Städten. Weil jetzt ist dann doch schon eine relativ große Distanz, die man immer hinterlegen. Distanz. Oh Gott, was war jetzt das Wort? Hinterlegen? Nein. Distanz hinlegen. Mir fällt gerade wirklich dieses Wort nicht ein, was dazu gehört. Man muss auf jeden Fall ziemlich weit laufen immer, um dorthin zu kommen, wo man hinkommen möchte. Zurücklegen, Distanz zurücklegen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Toll. So, aber wir haben nur noch 92 Meter. Und dort haben wir schon den Kirchturm. Ich meine, auf der einen Seite macht diese Klettermechanik schon ein bisschen Spaß, weil man muss ja nicht denken, wo man eventuell hinklettern müsste, weil man hält einfach nur die Tasten und der findet schon selber seinen Weg. Aber es hat, sage ich mal, auch immer relativ Spaß gemacht, ne, mit Assassin's Creed 2, dass man immer so den Weg sich selber, mir fehlen heute echt die Worte, selber erarbeiten musste. Weil man hatte einen offensichtlichen Weg und dann ist man ab einem bestimmten Punkt nicht weitergekommen und musste dann wieder zurückklettern,
um den richtigen Weg zu finden. Und hier ist es halt einfach relativ einfach. Gehalten. Ach nee, hier haben wir wieder Waisenkinder. Obwohl, die können wir doch einfach mit dem Pferd dann umbiegen, oder? Oder? Nein. Oh verdammt, das wäre aber lustig gewesen. Ja, warum? Lässt er jetzt eine teure Flasche fallen? Aus dem Weg! Ja genau, rennt noch direkt in meinen Weg hinein. Und dann werde ich ja noch angeschossen, wenn ich die streife. Genau so muss das sein. Hallo! Aber wir sind relativ gleich aufgebaut. Das war halt auch das Schöne bei Assassin's Creed. Man hatte wirklich verschiedene Gebäude, die man hochklettern musste, beziehungsweise auch bei Assassin's Creed 1. Und hier sind, sag ich mal, die Kirchtürme relativ gleich aufgebaut, was jetzt nicht unbedingt es ist ein bisschen langweilig, wenn die gleich aufgebaut sind. Ah, da kommst du hinterher gedrottelt. So, und dann würde ich sagen, Grenzert. Ah, okay. Also man hat dann hier rein theoretisch noch was zum Erkunden. Dann hier, hier und hier. Aber man hat ja schon relativ viel aufgedeckt. Und hier haben wir noch ein paar Aussichtspunkte. Das müssen wir auch komplett selber erkunden. Okay. Also decken die Aussichtspunkte nicht die komplette Karte auf. Alles klar. Und kann man vielleicht eine weniger depressive Musik spielen? Ich meine, man denkt ja die ganze Zeit, irgendwas passiert, obwohl eigentlich nichts passiert. Was ein kleines bisschen irritierend ist, ich möchte gerne entspannte Musik haben, während ich hier entlang reite mit meinem treuen Ross und die Karte aufdecke. So. Aus dem Weg. Jetzt bin ich mal auf das Grenzland gespannt. Ja, ich muss wirklich zum Grenzland reisen. Ja, deswegen. Bitte. Betreten ist aktuell wie Scotch Plains. Okay. Und wir haben natürlich wieder ein anderes Fall. Das habe ich auch bei Assassin's Creed 3 immer total geliebt. Man ist mit einem Rappen eingeritten und kam mit einem Schimmel raus. Wo man dachte, okay, alles klar. War so schwer, die gleiche Fellfarbe zu programmieren oder irgendeinen Code reinzunehmen, dass es immer dasselbe Pferd ist. Auch bei Cutscenes. War das wirklich so schwer? Aber... Beispiel. Ach ja, stimmt. Oh, das sieht so richtig schön aus. Richtig schön. Ach ja. Ach ja, die Pferde, die haben ja Ausdauer von 2 Sekunden. Stimmt, das war ja auch sowas Tolles. Ach, hier haben wir gleich die Lexington. Hm. Also ich dachte, die gucken gerade hier hoch irgendwie. Ich bin gewundert, ob es da irgendwas zu sehen gibt. Oh! Sogar Piepmetze. Krähen, Raben, was auch immer. Und Hühner. Wie groß ist denn eigentlich hier die Map? Okay. ja, okay, gut, die ist schon ein bisschen groß. Alter, der Lift geht, okay, alles klar. Jetzt sag mal, haben wir hier mal Charles Lee bald erreicht oder muss ich noch 5 Kilometer reiten? Hui!
da. Okay, alles klar. Nur Pferd ist jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich aber auch. Ach, weißt du was? Ist mir egal. Ja, bleib einfach stehen. So. Oh, und es knirscht auch noch so schön. Oh, im Schnee. Oh. So, was haben wir hier wieder bei Pferde? Sirkens 3 nicht überzeugt. Habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Das stimmt. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Ja? Braddock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitcairns. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Ja. Tut wie verlangt. Ich versuche derweil, euch freistellen zu lassen. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld. Doch, eigentlich ist er schuld. Wenn er sich ein bisschen dämlicher angestellt hätte, ne, dann würde Braddock ihn vielleicht nicht zurückhaben wollen. Also ist doch eure Schuld, Charlie. Ah, das sieht so richtig schön aus mit dem Licht. Das Pferd ist ja echt überhaupt nicht schön. Also was ist denn das überhaupt für ein Körper? Ich verstehe es nicht. Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Oh, das waren unsere Pferde. Verdammt! Ja, du sagst es. Die Spuren sind frisch. Es müssen ihre sein. Sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus und in die Bäume. Aber sind das nicht unsere Pferde eher? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich wirklich einen richtigen Weg nehme. Aber ich muss sagen, ich hätte echt keinen Bock, mich in diesem Tiefschnee bewegen zu müssen. Ich müsste wahrscheinlich nur 2 Schritte machen und dann hätte ich schon den ganzen Schnee in meinen Stiefeln kleben. Und dann hätte ich sowieso schon keine Lust mehr. Aber ich glaube, wir müssen in die Richtung. Ja, da haben wir sie ja. Wartet hier. Ach, Charles. Warte, komm zurück! Kehr zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein zurecht. Kein Aber. Geht! Lauf nicht weg! Ich muss mit dir reden! Wer will eigentlich wissen, ich dass sie... Ich bin nicht dein Feind! Dass sie ihn versteht. Bitte, hör mir doch zu! Oh mein Gott, Weib, so lass mich doch sprechen! Sie hat keine Genug Lust auf von euch. Diesen Spielchen. Oh, ein hübscher Wolf. Oh. Okay. Ah! Quicktime-Event! Nein! Na komm. Ich streiche deinen Artgenossen auch immer in der Stadt. So. Wo sind die jetzt lang? Ich weiß es nicht. Denn? Entschuldige Sie, Frau, wo seid ihr? Ich möchte gerne mit euch sprechen.
Sag mal, wo ist sie denn jetzt hin? Oh. Hinweise analysieren. Ja, wow. Okay. Haben hier ein Reh. Na komm. Oh, jetzt Leertaste zu drücken. Ist sie hier? Nein, oder? Ah, es sind ja auch die ganzen Tiere, die sie spuren. Hallo. Du kostest mich Nerven, weil. Ach so. Jetzt habe ich sie wieder gefunden, oder was? Okay. Aber ich bin doch schon fünfmal da. Einfach bei Achter. Oh. Tja, jetzt müsst ihr mit mir reden. Hallo. Bist du nicht richtig im Kopf? Ich, Haven. Ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Ja, aber dünne Arme. Was willst du? Nun, deinen Namen fürs Erste. Ich bin Gazizio. Ist mir eine Ehre. Gazio? Nenn mich einfach Zio. Dio? Zio. Oh. Zio. Nun sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau. Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Da werden wir mit der guten Zio sprechen und dann werden wir höchstwahrscheinlich noch irgendwas für sie machen müssen, damit wir ihr Vertrauen gewinnen, damit sie uns dann irgendwas über diesen Hügel erzählt, beziehungsweise über den Ort, wo das Amulett dann wahrscheinlich eingesetzt werden soll, muss, darf, kann. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.